Sie ist der Superstar der Klassikszene und sie ist schwer beschäftigt. Die russisch-österreichische Sopranistin Anna Netrebko. Heute Nachmittag sang sie bei den Salzburger Festspielen die Titelrolle in Tschaikowskis Märchenoper Jolanta. Morgen ist sie auf der Waldbühne in Berlin zu erleben. Wo sie hinkommt, herrscht gesteigertes Medieninteresse. Ihre Ankunft vor dem Salzburger Festspielhaus wird da genauso zur Inszenierung wie die scheinbar privaten Momente mit ihrem Partner Erwin Schrott. Die Liebe ist für sie wichtig, sagt sie, beruflich wie privat. Es ist so wichtig, jemanden zu haben, den du liebst und der dich liebt. Die Salzburger Festspiele nahmen auf Netrebkos Wunsch hin Peter Ilitsch Tschaikowskis selten gespielte Oper Jolanta ins Programm. In der konzertanten Aufführung singt der Publikumsliebling die Titelpartie. Die knapp einstündige Märchenoper erzählt von einer blinden Prinzessin, die durch Liebe sehend wird. Ein Stoff wie geschaffen für einen Publikumshit. This is so beautiful, it's bringing you the tears. Diese Oper rührt einen zu Tränen. Eine echte Parade, umwerfend schöner Arien und Duette. Außerdem hat die Oper noch einen Vorteil. Sie ist kurz. And it's short. Hitverdächtig auch das Konzertprogramm, das Netrebko zusammen mit Bassbariton Erwin Schrott und dem Tenor Jonas Kaufmann auf die Waldbühne Berlin bringt. Beim Gipfeltreffen der Stars singen die drei morgen Abend ein attraktives Programm mit Ohrwürmern, vorwiegend aus der Klassik. Das Schwierigste für uns war, die richtige Auswahl der Lieder zu finden. Alle sollten gleichwertig sein und es sollte keine Durchhänger im Programm geben. Überzeugen kann man sich davon morgen ab 22.15 Uhr in ORF 2, wenn es heißt Bühne frei für das Gipfeltreffen der Stars.